Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen in Wiesbaden bei Die Basis. Mein Name ist Sebastian Bach. Wir haben heute einen weiteren Vortrag bei uns hier im wunderschönen Eck. Er baut auf einen vorherigen Vortrag vom Dante über die Idee der Basisdemokratie. Und daher ist heute Abend in Wiesbaden für uns der Achim aus Frankfurt und stellt uns sein basisdemokratisches Frankfurter Modell vor. Achim, bitteschön. Nee, ich mache das nicht. Vielen Dank. Das wurde eben schon gesagt, im Prinzip, der Dante, der hat einen Vortrag gemacht zur Vision. Wer war nochmal von euch da? Also ich bin Physiker, ich mache jetzt erstmal die Statistik im Prinzip so. Wer kommt nicht aus Wiesbaden? Das sind zwei offenbar und die Dame kommt aus der Wetterau. Und jetzt, wer hat hier Eintritt bezahlt? Du kannst dich entspannt nach hinten lehnen, alle anderen müssen mitarbeiten. Sehr gut. Ja, sehr das gut. Ist nämlich ein Mitmachvortrag. Der hat sich jetzt so, sind ungefähr 20 Mal, wo der vorgeführt worden ist, auch in den unterschiedlichen Kreisen. Und der entwickelt sich halt immer weiter mit dem Input, was vom Auditorium kommt. Gut. Also, nochmal zurück zum Dante. Was für einen Vortrag hat er gemacht? Vision. Was ist das Problem mit der Vision? Wenn der dann mit seiner Vision beendet, dann ist nichts mehr da, dann ist zu Ende. Ja? Und deshalb setzen wir hier an und sagen, die Vision muss ja auch umgesetzt werden. Und das ist dieses Modell. So, wie haben wir das genannt? Also erstens, wer sind wir? Die Martina und ich. Wir sind Teil von der hessischen AG-Struktur. Wer kann sich vorstellen, was so eine AG-Struktur macht? Das stehe ich schon wieder nicht. Was macht so eine AG-Struktur? Strukturiert. Aber was denn? Kreise zum Beispiel. Ja? Oder zwischen den Kreisen. Oder zwischen den Kreisen und dem Landesverband. Das ist so unsere Arbeit. Wir kümmern uns also viel mit den Themen, die sonst keiner leiden mag, mit Satzung, Geschäftsordnung, wie man das Ganze zusammenbringt, was wir haben. Gibt es ja schon überall so ein paar Sachen, die existieren, aber wie wirken die denn zusammen? Dafür braucht man eine Struktur und damit beschäftigen wir uns. So, wie nennen wir das Ganze? Basisdemokratie einfach machen oder einfach machen. Ja, das ist das Handbuch zum B-Konzept. Die Frage, haltet sie mal kurz zurück, was ein B-Konzept ist. Das sage ich euch, nachdem ich euch das A-Konzept erklärt habe. Ja, und was macht das eigentlich? Das ist kein Riesenmodell, was alles erklärt, sondern das ist so ein erster Schritt in das Thema, wie ich Basisdemokratie umsetzen kann, nachdem ich die Vision vom Dante kapiert habe. So. Das Ding haben wir jetzt gerade in den letzten zwei Tagen zusammengezimmert, ja, nach dem Super-GAU in der Wetterau, als ich da zum zweiten Mal dieses Jahr gekommen bin und da diesen Vortrag vorgeführt habe und habe gedacht, und war der jetzt besser als das erste Mal? Und dann war so die Aussagen so höflichkeitshalber, so, naja, habe ich gesagt, hey, man muss Basisdemokratie einfach erklären können. Ja? Also es liegt ja an uns oder an mir, wenn ich das so kompliziert erklären kann. Und dann hat sich die Martina bereit erklärt, mich da zu unterstützen. Und ich kenne das. Den Inhalt schon, aber die Animation kenne ich nicht. Also ich bin wahrscheinlich genauso überrascht wie ihr. So, was ist jetzt der Inhalt? Wir fragen erstmal, was ist Demokratie mit Basis? Ja? Und dann gehen wir zurück im Prinzip auf meine Motivation, warum ich das überhaupt angefangen habe. Denn im Bundestagswahlkampf, da kamen ja Leute und haben mich da Sachen gefragt. Keine Ahnung. Ja? Und dann sagen wir, die Basisdemokratie, ist das vielleicht das Sahnehäubchen auf der Demokratie obendrauf? So, dann unseren Auftrag. Und der basiert, die Vision muss umgesetzt werden. Also das, was der Dante macht und was ich mache, das knüpft aneinander. Ja? Und dann machen wir eine Ausschreibung für den Auftrag Basisdemokratie. Die Vision, das ist der Auftraggeber und ich bin der Auftragnehmer. Ich muss kapieren, was mein Auftraggeber von mir will und muss versuchen, es umzusetzen, dass es funktioniert. Ja, der Auftraggeber ist das wurscht, wie ich das mache. Der möchte nur das Ergebnis haben, ganz schnell. So, dann wie machen wir das? Ja, dann erkläre ich im Prinzip, das ist ja ein Konzept erstmal für die Kreise, aber es geht noch viel weiter hinaus über die Kreise. Aber ein Kreis, das ist hier ja eine Einheit, ihr seid ja auch der Kreis Wiesbaden, da zeige ich euch, wie das hier funktionieren kann und ich zeige euch auch, wie das in anderen Kreisen funktioniert, nämlich genauso und wie man das dann zusammenknüpft, eben ganz einfach. So, hat natürlich Auswirkungen auf die Vorstandsarbeit, die Satzung, Geschäftsordnung, die Beschlussfindung und dann mache ich noch eine Zusammenfassung dazu im Punkt 3. So, und dann kommt im Punkt 4, der Fahrplan, wie geht es denn jetzt weiter eigentlich mit dem Konzept? Da
Das ist schon teilweise implementiert, teilweise nicht. Wir machen schrittweise, machen wir weiter. Das soll sein wie so ein Virus, der sich da von alleine langsam ausbreitet. Ja? Also von unten nach oben, wo stehen wir heute und wie geht es weiter? Und dann noch mal so eine kleine Vision, wie der Lobbyismus in Zukunft aussehen könnte. Das war in Frankfurt der Bundestagswahlkampf. Ja? Ich habe das Foto gemacht, da haben wir unseren Stand gehabt. Da siehst du auch, wählen und deine Stimme behalten. Wählen und deine Stimme behalten. Da gibt es noch ein paar andere Plakate da hinten. Die Basis wählen und deine Stimme behalten. Jo, was meinen wir? Also so ein Wahlplakat ist doch eigentlich ein Versprechen, oder? Also was meinen wir denn das? Also hat irgendjemand eine Idee, was man darunter verstehen kann? Wählen und deine Stimme behalten. Mitspracherecht. Bitte? Mitspracherecht. Wobei? Bei Entscheidungen. Jo. Wann? Immer. Immer? Jo. Noch jemand irgendwas? Wie gesagt, das habe ich eben gefragt, wer hat gezahlt? Wer gezahlt hat, muss nichts machen, die anderen müssen sich anstrengen. Ja? Jo, aber zum Beispiel. Also das ist ein plakatives Versprechen. Ja? Was war mit dem Plakat gemeint? Kann ich das selber nicht drehen? Stimmrecht behalten, Pflicht zur Wahl. Also könnte ja auch mal sein, dass du dauernd da gezwungen bist zu wählen. Ja? Oder Autonomie des Wählers. Da kannst du dir alles drunter vorstellen. Ja? Aber da sage ich mal, wie können wir denn, das ist ja eher eine Vision gewesen, die wir da gezeigt haben, aber kein Wahlspruch. Sieht toll aus, ist aber nur blau mit weißer Schrift. Da steckt nichts dahinter. Jo, nächstes bitte. So, also. Ich war ja auch im Wahlkampf, an dem Wahlstand und die schwierigen Fälle, da hatten immer so die Flyer-Damen, die dann ein bisschen weiter weg waren, dann hatten wir unsere Direktkandidaten, die haben dann Gespräche geführt und immer wenn es denen zu kompliziert gewesen ist, haben wir gesagt, geht mal zu dem Achim, der erklärt euch das dann. Ja? Also, und ich saß dann da hinten, ich habe eigentlich verifiziert, ja, und dann kamen die Leute und haben gesagt, Basisdemokratie, jo. Und was wollt ihr da anders machen, sagen die anderen ja auch. Also, was macht ihr denn da? Und dann habe ich gesagt, habe ich was zum Beispiel angefangen mit, ja, wir haben die vier Säulen. Und haben gesagt, ach komm, das Steckenprinzip schafft ihr sowieso nicht. Haben andere auch probiert und auch nicht geschafft. Ich konnte denen nichts zeigen. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wir brauchen da was, was uns unterscheidet von den anderen Parteien. Ja? Und ich hatte nichts letztes Jahr im Wahlkampf. So, also wenn ich jetzt, werft mir doch mal ein paar Kriterien dazu und wir versuchen, die mal aufzuteilen. Ist das ein demokratisches Kriterium oder ein basisdemokratisches Kriterium? Hat da irgendjemand einen Vorschlag? Demokratie. Wahlrecht. Mitbestimmung. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung der Stimme. Gleichberechtigung. Das ist, ich habe euch natürlich übertölpelt. Gell? Hättet ihr gewusst, dass ihr arbeiten müsst, wäre ihr wahrscheinlich gar nicht gekommen. Ja? Basisdemokratie ist Machtverteilung. Ja? Demokratisch ist das Wahlrecht. Basisdemokratisch, Mitbestimmung jederzeit. Ja? Das ist für mich basisdemokratisch. Demokratie hat ein Informationsrecht. Basisdemokratie ist Transparenz. Ja, klingt gleich, ist was völlig anderes. So. Wählbarkeit. Abwählbarkeit. Verantwortung der Politiker. Haftung der Politiker. So. Das ist das, was sich jetzt in den vielen Gesprächen so herauskristallisiert hat. Eine Basisdemokratie hat zusätzliche Kriterien zur Sicherstellung der Demokratie. Eigentlich wird mir ja Demokratie voll und ganz reichen. Funktioniert aber nicht. Ja? Deshalb musst du noch ein Sahnehäubchen oben drauf geben. Das ist das. Ja? Informationsrecht, ja klar, kann ich versuchen, Informationen zu bekommen. Aber wenn ich Transparenz habe, brauche ich das nicht. Ja? Und viele andere Sachen. Haftung der Politiker, das wäre mein persönlicher Wunsch. Gut. Habt ihr zudem irgendeine Bemerkung? Ja, wenn ich sage, das ist doch der Auftrag, den wir hier, wir sind die Basisdemokratische Partei, da muss ich doch gucken, dass ich das vorzeigen kann. Und wie mache ich das? So, wer war beim Land dabei? Ich habe noch mal gefragt, er hat gesagt, das wäre sein letztes Bild in seiner Präsentation gewesen. Ja? Den Dante habe ich getroffen
Mitte 2020, 2020, nee, 21 war das, in Wiesbaden. Da hat er einen Vortrag gemacht bei der Uni. Ja, hatte genau das vorgezeigt. So. Und der Dante ist ja schon seit 30 Jahren in so einer Organisation, die nennt sich die Basisdemokraten.org. Ja. Die haben diese Vision einer basisdemokratischen Gesellschaft. Ja. Also das ist sozusagen die Bundesrepublik. Ja. Wir haben hier Beratungs- und Vollzugsebenen. Das ist zum Beispiel eine Kreisebene. Das sind Ausschüsse. Ja, das sind Ausschüsse, das sind Leute, die sich mit Themen in diesen Kreisen beschäftigen. Diese Ausschüsse hast du auch auf der nächsten Ebene. Hier ist die Landesebene, das ist eine Bundesebene. Ja. Und zu jeder politischen Ebene gibt es eine parlamentarische Ebene. Da hast du dann eben Politiker und die müssen ja auch irgendwo miteinander kommunizieren. Das ist eine Vision. Ja. Und gesagt, hier oben gibt es dann unter der Kommune, unter der Stadt, hast du noch die Ortsgruppen und zwar ganz, ganz, ganz viele. Sage ich mir, toll, Dante, als ich das vor anderthalb Jahren gesehen habe. Aber was brauche ich denn dafür, um sowas zu haben? Weil diese Ebenen, diese Vollzugsebenen, diese roten Striche, die müssen ja irgendwie was tun. Das sind ja die, die das umsetzen, des Volkes Wille. Diese ganzen Ausschüsse, die sollen dem Volk aufs Maul schauen im Prinzip. Die sollen die Themen aus den Kommunen nehmen. Ja? Die sollen sie zusammen verdichten im Prinzip, die sollen sie dann in die Kommune tragen. Ich habe immer so ein schönes, blödes Beispiel im Prinzip hier. Da gibt es hier auf der, das ist jetzt hier Frankfurt Rödelheim, jo, da gibt es den Ausschuss und der beschäftigt sich mit der Currywurst. Und die kommen zu dem Ergebnis, die beste Currywurst ist die gerade Currywurst. Ja? Und dann sprechen die das, vielleicht kommt das auch aus Rödelheim, dass die Rödelheimer wollen unbedingt eine gerade Currywurst haben. Die Basis nimmt sich dem an. Ja? Findet das auch toll, gibt das dann an die Kommune, also an den Kreis, an die Stadt Frankfurt und sagt hier, die Rödelheimer wollen die gerade Currywurst, weil die einfach, die kann sich viel besser schneiden lassen, das ist viel einfacher, geht auch schneller durch die Maschine durch, ratzfatz. Wir wollen gerne gesetzlich die gerade Currywurst umsetzen. Und dann sagt der Kreis Frankfurt, okay, ich frage mal die anderen Ortsgruppen. Dann fragen die 50 Ortsgruppen an, wir haben 50 Stadtteile in Frankfurt, die überlegen das, die kondensieren das, im Prinzip geben das Feedback wieder zurück, 49 sind dafür. Und der eine mag keine Currywurst. Also ich meine, die sagen dann, Frankfurt ist dafür gerade Currywurst. Wir implementieren das. Und jetzt muss ich überlegen, ist das ein Frankfurter Problem, die gerade Currywurst? Oder ist das vielleicht ein hessisches Problem? Und wenn das ein hessisches Problem ist, dass die eigentlich auch in Schwalm-Eder die gerade Currywurst brauchen, unbedingt, dann gibt der Kreis Frankfurt das dann weiter an das Land. Das Land gibt es wieder zurück an die anderen Kreise, die wieder zurück an ihre Ortsgruppen, die wieder zurück an die Kreise und die ans Land Hessen. So, Land Hessen hat abgestimmt. Ich glaube, wir haben 22 Kreise. 21 wollen die gerade Currywurst, weil der 22. Kreis, der produziert die, der weiß, was da drin ist. Ja? Okay, also Hessen sagt, wir führen die gerade Currywurst ein. Da sagt eben was gut für Hessen ist, ist gut für den Bund. Gut, also das Land Hessen gibt das dem Bund. Der Bund gibt das an alle Länder an alle Kreise an alle Kommunen wieder zurück. So. Wie gesagt, Dante, ich habe das so verstanden. Ja? Aber was glaubst du, wie lange dauert denn das? Eine Entscheidung von oben, das heißt, das ist der Ort, ich ist hier oben, runter, wieder zurück, Feedback. Dachte, ja, so ein Jahr muss man schon rechnen. Habe ich gesagt, ist auch nicht für jede Entscheidung wichtig, wenn du Hunger hast im Prinzip und die gerade Currywurst dauert ein Jahr. Also ein Problem, das sieht ziemlich langatmig aus. Ja, zweite Problem ist, zu dem Zeitpunkt hatten wir auch schon 30.000 Mitglieder. Habe ich gesagt, Dante, wir sind hier auf der Kreisebene. Wir haben jetzt 300 Kreise, 30.000 Mitglieder, das heißt auf pro Kreis im Schnitt 100 Mitglieder. Ja? Und wir kriegen so gerade gebacken, einigermaßen zu funktionieren. Aber wenn ich mir jetzt noch vorstelle, im Prinzip im Kreis Frankfurt nochmal 50 Ortsgruppen zu haben, die dann auch nochmal verschiedene Ausschüsse zum Thema Currywurst zu haben, dann sage ich mir, da brauche ich ja 50 mal so viele Leute. Ja? Dann brauche ich also 1,5 Millionen Parteimitglieder. Und diese 1,5 Millionen Parteimitglieder, die reden in der Kommune auch mit politisch engagierten Basisdemokraten. Die sehe ich auch nicht. Ja? Das Einzige, was ich sehe, ist, hier 30.000 auf der Ebene, sag ich, aber damit könntest du anfangen. Ja? So, und habe ich gesagt, den ganzen Zweige, diese parlamentarische Ebene, wie man die hinkriegt, das würde ich mal nach hinten stellen,
Denn erstmal müssen wir gucken, dass wir das hier zum Laufen kriegen. Und dann kommt das da dran. Ja? So, und der Dante hat dann gesagt, er hat dieses Konzept eigentlich, er wollte früher das auf eine Partei stülpen, hat aber gesagt, im Prinzip, das funktioniert mit Parteien nicht. Nachdem wir diesen Vortrag gemacht haben, ist er in die Partei eingetreten. Ja? Das heißt, wenn jemand fragt, warum ist der Dante in der Partei, bin ich schuld, ja? Aber macht nichts. So. Ist ja eine super Sache. Basis, das strotzt ja von Basisdemokratie. Hat halt noch ein paar so Ungereimtheiten, weil das sieht ziemlich mühselig aus. So, wo fangen wir an? Ja? So, jetzt stelle ich mir vor, der Dante hat die Vision und ich sag mal, ich setze sie jetzt um. Ja? Das ist der Auftrag. Basisdemokratie erschaffen, denn das gibt es ja noch nicht. Hat ja keiner. Ja? Ist ja was komplett Neues. Also wundert euch nicht, dass es ein bisschen länger dauert. Ja? So. Was braucht wer, wenn der Auftraggeber sagt, ich habe hier eine Vision? Der Dante ist für mich der Bauherr. Der sagt mal hier, ich hätte gern das da, Basisdemokratie. Dann stelle ich mich vor, ich bin der Architekt. So, und den haben wir natürlich auch. Der gibt mir einen Auftrag, macht dieses Bildchen, was er eben gesehen hat. Ja? Dann sage ich mal, ich habe schon einen Plan, wie man da so anfangen könnte, dieses Bildchen umzusetzen im Prinzip. Hier, wenn du ein Haus baust, fängst du ja auch unten mit dem Keller an. Ja? Also es sind ja auch eine logische Reihenfolge, ja? Nicht irgendwie mitten anfangen. So, was haben wir sonst noch? Wir brauchen Planer. Ja, der Bauherr, der besorgt, der Planer ist der Architekt. Ja, der Architekt braucht aber selber noch Leute, die es umsetzen. Ja? Das wäre zum Beispiel ein Handwerker oder eben ein Bauingenieur, wenn es irgendwas Kniffliges gibt. Ja? Jo, haben wir auch. Geld. Da kommt der Visionär und sagt, ich habe da einen Auftrag, aber eigentlich hat er keine Knete. Sag ich mir, okay, ich bin der Kummer gewohnt. Ich ersetze Geld durch Motivation. Die habe ich. Ja? Und wenn du genügend Freiwillige findest, die dir dein Haus bauen, im Prinzip brauchst du auch kein Geld. Ja? Und wenn die Steine noch mitbringen, ist noch besser. So, was brauchen wir sonst noch? Zeit. Ja? Weil der sagt ja da drüben, ja, da draußen, die Demokratie brennt. Das muss ja sofort fertig werden. Ja? Und dann sage ich mir, da bin ich hier so, als Architekt, bin ich so der Bremser. Und sag mal, warte mal, ja. Ich muss wenigstens Beton aushärten lassen. Das geht nicht so schnell, wie du willst. Du kriegst es nicht von der Stange. Wenn es von der Stange geben würde, könntest du es kaufen, wenn du Geld hättest. Es gibt es aber nicht auf der Stange. Also müssen wir das entwickeln. Und diese Entwicklung dauert natürlich was. Ja? So, also, aber das ist typisch. Der Architekt hat keine idealen Auftragsbedingungen. Also machen wir halt. Ja? Wir machen das Beste draus. Ja? Es gab ja noch nie eine Basisdemokratie. Es ist etwas Neues. Deshalb bitte ich, um Geduld. Ja? So, bin ich wieder bei der Vision. Das ist für mich ja sozusagen, das ist, der hat mir seinen Palast hingemalt und gesagt, so müsste es aussehen. Dann meine ich, okay, wie fange ich an? Mal. Ach, ganz einfach. Im Kreis. Ja, wo denn sonst? Basisdemokratisch da. In dem Bild ist das oben. Ja, bei mir ist es noch ein bisschen was anderes, aber ich fange da einfach in dem Kreis an. Ich fange nicht. Und das ist ja das Gute, wenn ich das mal umdrehen würde. Da unten ist ja der Bund. Ja, ich kann mich auch hinsetzen und sagen, lieber Bund, gib mir die Basisdemokratie. Das ist auch eine Erwartungshaltung. Dann muss ich im Kreis nichts machen, muss ich nur sagen, wann fällt es mir in die Hände? Ja, nichts ist, ja, sondern eben der Spruchprinzip hier von unten nach oben. Ja, wenn wir das auf der Ebene anfangen und in der Lage sind, nach unten bis zum Bund durchreichen, dann ist das eher basisdemokratisch, als wenn das von oben irgendwie runterfallen würde, was es nicht gibt. Also das ist für mich das Natürlichste, genau da anzufangen, auf dieser Ebene, auf dieser Vollzugsebene, weil hier haben wir in den Kreisen Vorstände, die können sich drum kümmern, mit denen kann ich anfangen. Das A-Konzept ist für mich, wie sich so eine Partei normalerweise eben bildet. Und zwar von oben nach unten. Haben wir auch im Prinzip hier. Ja, das 4. Juli 2020 Bund gegründet, 19.12.2020 Land gegründet. Die Kreise hatten wir dann bis Juni, alle hessischen Kreise, Juni 21. Ja. Ortsverbände haben wir, glaube ich, einen einzigen. Land Limburg, keine Ahnung. Ja. Aber wie gesagt, wird es auch ziemlich dünn, weil wenn du 100 pro Kreis hast, da bleibt ein Ort nicht übrig. Und ihr wisst selber, oder viele wissen, wie aufwendig es ist, so eine Vorstandsarbeit. Jetzt überlegt mal, wir hätten hier Frankfurt, 50 Stadtteile, 50 Vorstände, die sich alle nur mit, naja, Partei beschäftigen, mit Satzungen, mit Geschäftsorten und so weiter, kommt da gar keiner zum Arbeiten. Ja, also wir sind eigentlich soweit fertig, nur die Orte haben wir noch nicht. Aber
Ich brauche die persönlich auch nicht. So, und hier unten ist der Schwarm. Ja, wir wollen ja sagen, die Basisdemokratie, der Schwarm, hier unten ist die Bevölkerung, der Schwarm redet mit der Bevölkerung und trägt dann die Wünsche und Nöte der Bevölkerung hier in dem Beispiel nach oben. Ich hasse oben. So. Und wie sieht das Gesetz sich aus? Die Partei hat sich gegründet. Und jetzt bin ich jetzt auf der Ebene und sage, ich gründe jetzt einen Kreisvorstand. Und wie machen wir das? Wir gehen da mal als Schwarm, als Mitglieder in einen Parteitag. Wer war bei der Gründung in Wiesbaden dabei? Immerhin ein paar, ja. Da gab es auch eine Satzung. Wer wusste, was da drin steckt? Ja, wir haben das zusammen gemacht. Ja, ich meine, die Vorstände haben natürlich, aber normalerweise weißt du nicht, was du sagst. Das interessiert dich auch überhaupt nicht. Ist aber eben gesetzlich, ja. So. Der Schwarm auf dem Parteitag, Satzung, wir wählen dann einen geschäftsführenden Vorstand und erweiterten Vorstand. Wie funktioniert das? Ich habe hier einen Job, nennt sich Säule der Achtsamkeit im Prinzip. Wer hat Interesse dran? Du? Warum? Weil du immer achtsam bist. Alles klar, komm rein. So, wirst gewählt. So, auf einmal hast du da diesen Kreisvorstand da mit einem geschäftsführenden Vorstand und einem erweiterten Vorstand. Jo. So, und dann hast du natürlich hier so ein AG-Satzungsteam. Üblicherweise kommen die aus dem zukünftigen Vorstand. Du hast vielleicht auch noch ein Team Geschäftsordnung, hast am Anfang noch nicht, brauchst aber vielleicht irgendwann mal. Eine Geschäftsordnung beschreibt, wie das, was in der Satzung gefordert wird, umgesetzt wird. Ja, das ist zum Beispiel das Handbuch für die Satzung. So, oh, was machen die dann? Die machen Beschlüsse. Und wie machen sie das? Jo. Steht ja dann in der Satzung drin, wie die miteinander einen Beschluss fassen. Normalerweise sind alle, die in dem Vorstand sind, das heißt Geschäftsführer und erweiterter Vorstand, haben jeder eine Stimme, die stimmen dann ab, ja, und da kommt ein Beschluss raus. So, aber warte mal, wir sind eine basisdemokratische Partei und eben habe ich das Plakat ja gezeigt, wählen und die Stimme behalten. Wo ist denn das? Ich bin jetzt als Schwarm hier reingegangen und das war's. Ja? Das ist ja keine Basisdemokratie. Ich habe ja gar keine Mitbestimmung. Ich kann da meine Stimme abgeben und dann ist sie weg. Und dann kann ich warten, was sie da oben beschließen. Also eigentlich genau das. Wir sind so aufgebaut mit diesem A-Konzept von oben nach unten, dass wir eigentlich gar keine basisdemokratische Partei sind. So, das haben wir eingangs ja gesagt, was Basisdemokratie eigentlich ist. Machtverteilung, Mitbestimmung jederzeit, Transparenz, Abwägbarkeit, Haftung der Politiker, ja, so von unten nach oben, hat damit noch nichts zu tun. Ja, also wir haben da ein arges Problem. Wenn jemand mich fragt, mit dem, was ist denn an euch basisdemokratisch, kann ich mir exakt null zeigen. Null. Ich muss also das umbauen und diese Kriterien reinkriegen. Die basisdemokratischen Kriterien muss ich genau da reinkriegen. Und wenn ich mir, ich kannte das Parteiengesetz auch vorher nicht, im Prinzip, wenn ich mir das jetzt so anschaue, sage ich mir, die wollen auch gar nicht, dass das da reinkommt. Ja? Weil da geben sie dir eigentlich gar keinen so einen einfachen Weg. Aber es gibt natürlich einen, wenn du tief genug wühlst. Also das hätte ich gerne im Prinzip. Ja. Das ist das Wichtigste. Und das muss auch erfüllt werden. Wie gesagt, Haftung der Politiker kommt erst später, weil wir diesen Zweig im Prinzip hier, diese, nennt sich das die parlamentarische Ebene, noch gar nicht drin haben. Aber da fällt uns bestimmt auch noch was Gutes ein. So, also, was wäre da eine Möglichkeit? Es gibt bestimmt viele Möglichkeiten, das ist nur eine Möglichkeit. Wir machen das ein bisschen anders. So, also, der Schwarm ist jetzt ein bisschen größer. Wir machen, der erste Unterschied ist, ja, da hast du jetzt zwei Teams, aber die sind im Schwarm drin. Das heißt, diese Satzung und auch die Geschäftsordnung, die wird vom Schwarm im Schwarm erstellt. Ja? Und jetzt geht der Schwarm mit dieser Satzung und mit dieser Geschäftsordnung in den Parteitag. Ja? Beschließt Satzung, die hat er selber geschrieben, und Geschäftsordnung hat er auch selber geschrieben. Und dann wählt er nur den geschäftsführenden Vorstand, keinen erweiterten Vorstand. Haben wir in die Satzung so reingeschrieben. Wir wählen nur einen geschäftsführenden Vorstand. Und in Frankfurt haben wir gemacht, im Prinzip, du kennst ja ersten, zweiten und den Schatzi. Haben wir doppelt besetzt, haben wir sechs. Da kannst du auch den natürlichen Schwund ein bisschen vertragen. Ja? So, aber was steht denn in der Geschäftsordnung drin?
In der Geschäftsordnung steht drin, lieber Vorstand, wenn du deine Vorstandsarbeit machst, hast du neben dir gleichberechtigt noch zwei andere Gruppen. Wir haben es einfach logisch so aufgeteilt im Prinzip. Den Rat, Schwarmbeauftragte, direkte Mitgliedervertreter, ja, zum Beispiel die Achtsamkeit oder eine Mitgliedervertreter des Kreises. Und wir haben zum Beispiel in Frankfurt, haben wir da auch die, wir haben zwar 50 Stadtteile, aber wir haben das in fünf Gruppen aufgeteilt, damit sie groß genug sind. Wir haben in Frankfurt knapp 240 Mitglieder. Ja, da sind die Gruppen so knapp 40, 50 Mitglieder groß, mit denen kannst du schon was anfangen. Also Nord, Süd, West, Ost und Mitte Frankfurt. Und dann haben wir in diesen Gruppen wir nennen die Paten gewählt. Ja, diese fünf Leute sprechen für diese fünf Ortsteile. Ja, und die sitzen jetzt im Beirat drin, stimmberechtigt. Das heißt, ich habe die Untergliederung, der Kreis ist gegründet, der Ort aber nicht, aber trotzdem sind die aus dem Ort stimmberechtigt. Ja? So. Der Rest, wir nennen das Fachbereiche, das sind so die typischen Funktionen Marketing oder Machtbegrenzung. Ja? Was haben wir sonst noch? IT, was gibt es sonst noch? Irgendwelche Themen, Gesundheit, AG zum Beispiel, ach, weiß der Teufel was, ja. Also so die Leute, die jetzt auch in dem Vorstand drin sind oder jetzt hier auch die, na, ich würde mal sagen, die Schwarmintelligenz, die gehört für mich auch in Bereich Struktur. Achtsamkeit ist für mich hier, ja, weil ich auf der Kreisebene nicht unbedingt brauche, habe ich ja lange genug schon mitgemacht, im Prinzip, aber hier die Mitglieder unten, die brauchen es, ja. Und die Freiheit, die gehört für mich da rein. Und hier ist eher im Prinzip die Schwarmintelligenz und die Machtbegrenzung. Ja, könntest du es aber auch in den geschäftsführenden Vorstand reintun. Ist mir völlig Schnuppe. Also, jetzt kommt der geschäftsführende Vorstand und der hat sich ja wählen lassen auf die Satzung und die Geschäftsordnung. Der weiß also genau, was ihn erwartet, dass ihn da oben zwei Gruppen erwarten, ja, und dass die insgesamt gleichberechtigt abstimmen. So, also, bei dem normalen demokratischen Ablauf war das der einzigste Beteiligung des Schwarms, Parteitag, Satzung genehmigen und den Vorstand wählen. Dann raus. So, jetzt. Aber in der Geschäftsordnung steht drin, vielleicht kennt ihr das im Prinzip, bei einer normalen Satzung steht drin, bei wichtigen Themen sollte man den Schwarm befragen oder bei wichtigen Themen kann man den Schwarm befragen. Hier in der Geschäftsordnung steht genau drin, wenn dieser Sachverhalt eintritt, dann muss der Schwarm befragt werden. Ja? So, über die Geschäftsordnung. Wählst du diese Leute, das ist schon mal Mitbestimmung, ja? Du kannst sie sogar wieder abwählen, das ist ein großer Vorteil gegenüber einem erweiterten Vorstand, ja? Den kannst du nicht abwählen, es sei denn, du hast es in die Satzung so reingebracht, aber wählen kannst du ihn eh wieder nur auf dem Parteitag und das ist sehr, sehr kompliziert und sehr strikt. Deswegen ist dieses Konzept über die Geschäftsordnung sehr variabel, weil du kannst die Geschäftsordnung auch jederzeit ändern. Ja, die ist einmal aufgesetzt, die beschreibt, wie du da reinkommst, wie du da rauskommst, noch ein paar andere Sachen. Und wenn du merkst, das funktioniert nicht, änderst du die Geschäftsordnung. Satzung wäre höchstens auf dem Parteitag, wenn überhaupt. So, also wählen und abwählen. Es sind da schon mal ein paar Kriterien für Basisdemokratie erfüllt. Gell? Was haben wir sonst noch? Wie machen die jetzt ihre Beschlüsse? So, haben wir bei uns in die Geschäftsordnung reingeschrieben, solange die sich alle gut sind und diese Gruppen einigermaßen gleich groß sind, stimmen die alle mit ihrer eigenen Stimme ab. Also in Frankfurt haben wir auf der geschäftsführenden Seite 6, auf der Ratsseite haben wir auch 6, 5 für die Stadtteile und einen für alle Stadtteile. Ja? Und hier haben wir 9, glaube ich. Ja? Das ist so Marketing, ich und ein paar andere Leute. Ja? Aber läuft alles, solange du keine Streitigkeiten hast über Themen und so weiter, jeder hebt die Hand hoch, kannst du einfach viel einfach abstimmen. Läuft wie ein normaler Vorstand. Ja? Aber ich habe mich hier beworben. Ich habe gesagt, Achim, ich würde gerne Machtbegrenzung machen und ich verstehe unter Machtbegrenzung das. Ja? Und ich verspreche euch, ich quäle die Kreise alle 2 Wochen mit irgendeinem Vortrag, ich arbeite an der Struktur weiter und so weiter. Das ist das, was ich biete. Und habe gesagt, lieber Kreis Frankfurt, willst du das? Dann haben die ja gesagt. Ja, gut, aber mehr nicht. Wenn da jemand kommt und sagt, machst du Machtbegrenzung, kannst du mal das und das machen, sag ich mir, nee, steht in meiner Stellenbeschreibung nicht drin. Aber ich finde es gut, dass du sagst, dass du es anspricht. Kannst du das mal machen? Ja, so, also. So. Oh, da haben wir ja noch was. Das ist bei gewissen Entscheidungen, muss
der Schwarm befragt werden. Wir haben das in Frankfurt gemacht, kann jeder machen, wie er will, jeder Kreis. Wir haben einfach gesagt, wenn etwas neu ist, dann muss ich den Schwarm fragen. Wenn etwas schon besteht und ich es nur am Leben halte oder weiterentwickle im Prinzip, dann ist das die typische Arbeit, die ein Beirat selber macht. Das ist die typische Vorstandsarbeit. Ja? Nehmen wir ein Beispiel. In Frankfurt, ich kann mich eigentlich nur an eine einzige Entscheidung erinnern, wo wir richtig vom Schwarm einen auf die Nase bekommen haben. Und das ist bei der Auswahl unserer Plakate für den Wahlkampf, für den Bundestagswahlkampf. Ja? Da gab es ein paar Vorschläge, im Prinzip hat sich niemand interessiert und haben gesagt, hier so die drei Mädels, geht ihr mal hin und sucht mal Plakate aus. So, dann haben die das gemacht und dann habe ich die Dinger, hab ich gesagt, was ist denn das da, ja? Und dann hat der Schwarm auch gesagt, das ist Mist, das war viel zu passiv, das war viel zu harmlos, ja? Und da haben wir vom Schwarm richtig einen auf den Deckel gekriegt. Und was haben dann der Frankfurter Vorstand gemacht? Ich habe noch ein paar Entwürfe, wollt ihr die noch haben? Und dann haben wir noch mal 800 Plakate zusätzlich aufgehängt, ja, zur Strafe. Sag ich mir, das sind so Sachen, wo ich sage, bei manchen Dingen hätten wir vorher fragen müssen und nicht nachher. Ja? Und wir haben das jetzt auch einfach in unsere Satzung und Geschäftsordnung so reingeschrieben. Haben uns natürlich auch gesagt, wir haben ja keine Hütte, wenn wir mehr als 50% unserer monatlichen Einnahmen damit reservieren müssten, dann müssen wir den Schwarm fragen. Ja? Da kannst du wirklich alles reinschreiben. Wenn dein Schwarm sehr aktiv ist, kannst du sagen, lieber Schwarm, kannst viel bestimmen. Wenn dein Schwarm sehr passiv ist, dann will er hier relativ wenig mitmachen. Dann macht halt der Vorstand eben die Arbeit, wie das auch ist. Es ist also eigentlich im Extremfall genau das gleiche wie ein normaler Vorstand, nur mit dem Vorteil, dass ich hier diese Roten und die Grünen abwählen kann. Ich kann sie wählen, ich kann sie abwählen und ich kann, wenn ich da irgendjemand habe, zum Beispiel, ich suche einen, der Ahnung hat von IT, der Parteitag ist zu Ende, der kommt 3 Monate später und sagt, I'm the man. Ja? Dann sage ich mir, hey, du kannst was? Dann kann der jederzeit rein. Ja, ich kann also, wir haben in Frankfurt von den 19 haben wir angefangen, sind jetzt auf 21, weil wir noch 2 gefunden haben, die mitarbeiten wollen. Und jeder, der mitarbeiten möchte, der kann da direkt mitarbeiten mit Stimmrecht. Ja? Und die nur 3 Monate Zeit haben für irgendwas, zum Beispiel machen wir wieder unseren OB-Wahlkampf. Ja? Wenn dann die Leute sagen, ich möchte beim Wahlkampf mitmachen, aber ich habe nur 2 Monate Zeit und dann gehe ich nach Südafrika oder weiß der Teufel was, dann kommt für 2 Monate rein, kannst du nach 2 Monaten wieder rausgehen. Ja, das ist die Vereinbarung, die wir gemacht haben im Prinzip. Ja, du nimmst den Leuten den Druck raus, irgendwie eine Wahlperiode zu überstehen oder irgendwas zu tun, hinter dem sie selber nicht stehen. Ja, und wir haben ja bisher im Prinzip so die Säule der Achtsamkeit ausgeschrieben, aber keine Sau wusste, was das ist. So, und jetzt sage ich, meine Vorstellung von Machtbegrenzung, die biete ich an. Und wenn er die haben wollt, gut. Und wenn es in Frankfurt noch ein anderer Machtbegrenzer kommt, der eine komplett andere Vorstellung hat, ja, dann stellst du den halt daneben, kannst du auch mit reinholen. So, und jetzt seht ihr schon, da oben nochmal Stimmrecht. Da kommen wir schon in die Richtung, gell? Mitbestimmung jederzeit. Ja? Und nicht nur Mitbestimmung, Parteitag, nächster Parteitag, wieder Stimme abgeben, sondern das hier ist die permanente, über die gesamte Dauer. Das ist festgeschrieben. Ja? Was machen wir einfach? Der Beirat transformiert den Geschäftsführenden und den erweiterten Vorstand zu einem dreigliedrigen Rat. Ja? Eins sind die Funktionen und das andere sind die empathischen, die sich mit den Mitgliedern beschäftigen. Ja? So, die Geschäftsordnung legt fest, wann die Mitsprache des Schwarms erforderlich ist und wann nicht. Und die Geschäftsordnung schreibt der Schwarm selber. Ja? Fleißiger Schwarm möchte viel machen, fauler Schwarm sagt, ach, macht das mal alleine, dafür wählen wir euch ja. Ja. Also im Extremfall ist das wirklich der ganz normale Vorschlag. So, AGs, das war bei dem Dante, in diese vielen kleinen Punkte, die da in dem Bild gewesen sind, im Prinzip. Das sind ja, bei ihm heißt das Ausschüsse, bei uns ist das AGs, sag ich mal. Ja, die können wir doch jederzeit integrieren. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, blödes Beispiel, Machtbegrenzer, ich bin der Einzige im Beirat. Jetzt kommen noch 4 super tolle oder 5 super tolle Machtbegrenzer, sagen, ich kann das auch. Sag mal, wenn wir jetzt in so einem Beirat mit 6 Machtbegrenzern da rumturnen, im Prinzip, da kriegen die anderen, kriegen ja, weiß der Teufel was. Sag mal, hey, da machen wir eine AG und da geht der Sprecher stimmberechtigt in den Beirat rein. Ja? Und man kann auch den Sprecher rotieren lassen. Sag ich mal, das ist doch basisdemokratisch. Ja? So, kann
Musst du aber nicht. Ist jeder Kreis, der dieses Modell übernimmt, ist völlig frei darin, wie er das ausgestaltet. Und wenn er merkt, dass funktioniert ist, dann macht man die Geschäftsordnung wieder anders, bis es wieder funktioniert. Da gibt es einen Haufen Kreise, die spielen jetzt mit diesem Modell rum und lass mal den Besseren gewinnen. Das ist auch für mich Basisdemokratie. Ich bringe nichts mit, was fertig ist, sondern ich bringe nur die Spielwiese mit. So, was haben wir sonst noch? Die Säulen müssen nicht mehr nur personenbezogen verstanden werden. Sie bilden im übertragenen Sinne die Eckpfeiler und Wertegrenzen des soziopolitischen Wirkungsfelds. Frag mich nicht, was soziopolitisch ist. Ja, aber so stehe ich. Also hier so, die Säule der Achtsamkeit. Mutter Therese mit dem Heiligenschein, ja, oder die Machtbegrenzung. Also bei mir hast du wenigstens ein bisschen Sturzstatur für eine Machtbegrenzung, ja. Aber das sind für mich keine Personen. Das sind für mich auch, das ist eine Philosophie. Ja. Das ist etwas, was mich in meiner Handlung einschränkt. Ja. Also mal hier, dieses Feld verlasse ich nicht, ja, weil das sind meine Wertepfeiler. Und außerhalb meiner Werte will ich nicht sein. Ich will nur innerhalb meiner Werte sein. So, jetzt stellen wir das nochmal gegenüber, das A-Konzept. Also das A-Konzept ist das typisch Hierarchische. So hat sich die Partei gebildet. Du bildest eine Bundespartei, eine Landespartei, Kreisverbände und wenn du Pech hast, nochmal Ortsverbände. So, bei uns ist das mehr so flach. Ja? Ja, und wie gesagt, das A-Konzept wollen wir nicht. Wie gesagt, in dem A-Konzept kriege ich meine basisdemokratischen Prinzipien gar nicht unter. Ist da gar nicht vorgesehen. So, beim B-Konzept habe ich den Bund in der Mitte. Ja? Das Volk ist außen. Ja? Der Bund hat für mich nur eine Funktion. Ja? Da ist zum Beispiel eine zentrale IT oder eine zentrale Mitgliederverwaltung. Ja? Die Steuereintreiber, weiß der Teufel was im Prinzip. Das sind für mich Funktionen, die aber ganz, ganz professionell sind. Zum Beispiel hier die Besten aus dem Marketing im Prinzip, die auch die politische Themen, also die Strategie der Partei, ja, zusammenträgt. Aber das sind keine, die Entscheidungen bringen. Das sind keine, der sagt, hier, meine Vorstellung von Basisdemokratie, sondern der sammelt deren Vorstellung von Basisdemokratie. Da sind die Konsensierer, ja? Da sind die Moderatoren, da sind vielleicht irgendwelche Leute, die präsentieren. Das sind Skills, die du in einer Partei brauchst. Ich brauche aber keine Politiker da. Ja? Die Politiker, die sind da unten. Ja? Die reden mit dem Volk und die sagen dann untereinander in den Kreisen, hey, lass uns doch mal über eine hessische Strategie überlegen, ja, und dann kondensieren die das da unten und dann gehen sie eine Scheibe hoch ins Land und sagen, hier, das ist es, ja, bitte umsetzen. Aber nicht von oben nach unten definieren, wofür die Partei steht. Das wollen wir doch gefälligst von unten nach oben definieren. Ich komme immer wieder zum Dante, weil ich bin ja hier als Architekt, ich muss ja immer wieder drauf gucken, was der eigentlich von mir will. Ja, ich darf ja nicht meinen Palast bauen, ich muss jetzt seinen Palast bauen. Wir haben das schon. Wie gesagt, wir haben da auf dieser roten Linie angefangen. Das ist die Kreislinie. Da haben wir jetzt Marburg, Frankfurt-Offenbach, Herford-Rotenburg, Kassel, Schwalm-Eder. Ja? Wer will das einführen? Wetterau. Und außerdem erwarte ich natürlich noch ein paar andere Kreise, die sich dafür interessieren. Ja? So, was haben wir sonst noch? Die Violetten, das sind jetzt die AGs, gibt es auch schon. Die gibt es schon, aber was uns fehlt, ist die Einbindung dieser AGs stimmberechtigt in die entsprechenden Funktionen. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf der Landesebene, und deshalb bin ich ja auch in der Machtbegrenzer im Land, zufälligerweise, wenn wir das im Land implementiert haben, ja, dann kann zum Beispiel auch die AG-Struktur, könnte dann ein Stimmrecht bekommen. Ich als Machtbegrenzer bin im Landesverband, habe Stimmrecht, ich würde dann mein Amt abgeben und dafür würde die AG-Struktur das Stimmrecht haben. Ja? Machtverteilung. So, und wir haben ja auch schon auf der Kreisebene, habt ihr auch AGs, oder? Jo, hättet ihr das Beiratsmodell, könnt ihr sagen, wer ist euer Sprecher? Okay, hier, du hast Stimmrecht im Kreis. Ja, du kannst das vertreten, wie alle anderen AGs auch. So kriegen wir alle, die jetzt arbeiten, auch im Zusammen in diese Verantwortung herein. Ja, und es ist ein großer Unterschied, ob du, also für mich zumindest, ob du irgendwo dich aktiv einbringst, ja, und dann sagst, hier, ich habe ein tolles Ergebnis, hier, lieber Kreis, guck doch mal bitte, oder Kreisvorstand, bitte, kannst du das vielleicht dafür sorgen, dass es umgesetzt wird? Nein, ich bin selber da. Ich bin Teil von dem, sag, hier, ich habe gearbeitet,
das wird jetzt umgesetzt, ja, weil sonst, du kannst ja auch das, was die Mitglieder machen, im Prinzip, wofür sie sich engagieren, direkt weiter umsetzen. So, also, wie gesagt, Landesverband Hessen, bin ich dran. Wie geht es dann weiter nach dem Landesverband Hessen? Geduld? Es muss ja aus der Breite kommen. Also ich fände es gut, wenn wir möglichst viele Kreise auf dieses Modell bekommen. Aber wenn wir dann, sagen wir mal, in Hessen das haben, es interessieren sich auch schon andere Länder für das, ja, für dieses Modell. Und stellenweise implementieren die auch Sachen, die so ähnlich sind, aber denen fehlt das Modell dahinter. Also zum Beispiel hier auf der Landesebene oder auf der erweiterten Bundesebene, da gibt es auch eine Vertretung der Länder. Ja, da haben die auch Stimmrecht, so ein bisschen wie das Modell, aber eben nicht systematisch. Also kann ich nur anbieten, liebe Länder, macht dann da mit. Und wenn dann die Hälfte von den Ländern auf diesem Modell sind, dann kriegen wir dieses Modell auch beim Bund eingekippt. Ja? Und da wird es natürlich auch immer schwieriger. Auf den Kreisen ist es relativ einfach. Ihr kennt euch alle untereinander. Im Prinzip, wenn es da irgendein Problem gibt, dann ihr klärt es einfach. Auf einer Landesebene ist schon schwieriger. Ich sehe die ganzen selten, ja. Passt aber, weil wir die gleiche Vorstellung haben. Auf einer Bundesebene, wisst ihr selber im Prinzip, das funktioniert einfach nicht. Ja? Und vor allen Dingen auf dieser Ebene wirst du auch ganz, ganz schnell unterwandert von Leuten, die dich nicht groß werden lassen wollen. Ja? Und dann sage ich mir, prima, der Bund ist nicht in der Lage, mir irgendwas zu geben. Ich will von dem auch nichts haben. Wir machen das von den Kreisen und entwickeln das von unten nach oben. Ja? Weil dann ist es unaufhaltsam. Jo, also. Wie übertragen das? Ganz einfach, es ist immer das Gleiche, hat natürlich leichte Varianten. Wenn du dir vorstellst, im Prinzip, du hast auf dem Kreisebene hast du jemanden, der deine Webseite betreut. Wenn du die gleiche Funktion auf einer Landesebene hast, dann muss der alle Webseiten betreuen. Das ist also mehr so Generalist. Je weiter du sozusagen in dieser alten Hierarchie nach oben gehst, desto spezialisierter musst du schon sein. Ja? Also es ist schon ein bisschen anspruchsvoller, aber von der Vorgehensweise im Prinzip, in einem Beirat eine Funktion, eine Stimme, eine AG, eine Stimme, sollte immer das Gleiche sein. Du musst die Macht auf möglichst viele Leute verteilen oder AGs. So, das Konzept hat, wie gesagt, einen Riesenvorteil, dass ich keine Ortsgruppen bilden muss. Die sind ja eh stimmberechtigt. Ja? Was sollen die sich mit dem ganzen politischen Kram abgeben? Brauchst du eigentlich nicht. Ja? So, die Kreise werden stimmberechtigt in den Landesvorstand integriert. Da sind wir gerade dabei, das Konzept zu erarbeiten, wie das genau aussehen muss. Weil wir müssen natürlich eine Geschäftsordnung und eine Satzung für das Land erstellen. Aber wir haben jetzt in den Kreisen schon 7 Vorlagen. Wir suchen uns einfach das Beste raus, was funktioniert. So, dann werden die Länder stimmberechtigt in den Bundesvorstand integriert, aber eins nach dem anderen. Ja? Und immer das Schema ist, die Vertreter der Untergliederung werden von den Mitgliedern gewählt, die in diesen Untergliederungen drin sind. Ja? Also bei uns im Ort, die Leute, die in dem Ort sind, die wählen ihren Ortsvorsteher und der geht in den Beirat. Die Leute, die dann im Land einen Kreis repräsentieren, werden über den Kreis gewählt. Dann könnte zum Beispiel in den Beirat einfach zum Beispiel eine Funktion Vertreter im Landesbeirat definieren. Oder du sagst im Prinzip hier, mein stellvertretender Vorsitzender ist jetzt der Vertreter im Landesbeirat. Weil nach meinem Verständnis ist der erste Vorsitzende hat immer die Außenwirkung und der zweite Vorsitzende hat die Innenwirkung und der Schatzmeister hat das Geld. Ja, also aber dass jeder Kreis kann das machen, ihr könnt auch irgendeinen da reinwählen, ist mir auch völlig wurscht, ja. So, aber immer die Untergliederung ist von ihren Mitgliedern gewählt und in der nächsthöheren Gliederung einfach drin enthalten. So, das habt ihr eben schon, der Schwarm legt die Geschäftsordnung über die Geschäftsordnung fest, wann der Schwarm zu befragen ist und wann nicht. Die ganzen Kann-Regelungen sind damit weg, sondern ganz klar. Und wenn du irgendeinen Sachverhalt hast, wo du sagst, ich weiß es nicht, muss ich den Schwarm jetzt fragen oder muss ich ihn nicht fragen? Ja, dann fragst du den Schwarm und der Schwarm entscheidet, will ich entscheiden oder will ich nicht entscheiden. Das ist Basisdemokratie, aus meiner Sicht. So, also, und wir können diese Geschäftsordnung jederzeit anpassen, wenn wir merken es ja bei den Satzungen. Sag mal, oh hoppla, ich habe da eine Mindestbeteiligung von 25% bei Satzungsänderungen. Machst die Tür auf, kommen 24%. Was machst du da? Nix, ja. Das sind so typische Hemmschuhe einer Satzung, die du in der Geschäftsordnung nicht hast. Du musst nur in der Satzung sagen, meine Geschäftsordnung regelt den Kleinkram. Und dann sagst du in der Geschäftsordnung, 25% kriegen wir nicht, machen wir halt 20%. Geht das? Nee, auch nicht. Wir ändern sie wieder. 15%. Passt, alles klar. Hast eine schöne Geschäftsordnung. Flexibel. So, und wie gesagt, die AGs und Kompetenzräume. Kompetenzräume ist eigentlich so ein Zusammenschluss von AGs.
Ja, stellt mal vor, wenn wir sagen würden, alle medizinischen AGs in einen Topf, da würden die Homöopathen auf die Chirurgen und weiß der Teufel, das wäre völliges Chaos. Der Kompetenzraum ist ein Cluster von AGs. Alle medizinischen AGs in den Kompetenzraum Medizin, alle Marketing-AGs in die Kompetenzraum Marketing und so weiter. So, jetzt stelle ich mir vor, jetzt geht an so einem normalen Tag in Berlin, kommt ein Lobbyist, zur Basis natürlich, bringt sein Päckchen mit, und fragt, wen kann ich denn hier bestechen? Und da sitzt die Sekretärin, das soll der Hausmeister sein, und das da ist der Pförtner, gell? Ja. Ja, irgend sowas, ja? Die sitzen da, wir haben ja auch eine Parteizentrale in Berlin, musste ja haben, ja? Aber ist ja keine. Und wer sagt, ja, und wo muss ich denn jetzt mein Geld hinlegen? Ja, dann gehst du in die Kreise. Da ist die Macht. Aber du musst dich beeilen, weil die rotieren permanent. Und stellt euch einfach mal diesen Batzen Geld davor, wenn ihr die in 300 Teile teilen müsstet, für jeden Kreis das gleiche, da bleibt nicht mehr viel übrig, oder der muss nächstes Mal mit 300 von diesen Päckchen kommen. Und dann muss er noch den richtigen finden. Ja? Und selbst wenn er den richtigen gefunden hat, den er bestochen hat, ja, dann kann der Kreis sagen, weil die kommen jetzt die Dollars aus der Tasche raus, im Prinzip, nee, komm, geh du mal, wir nehmen einen anderen, ja. Wir lassen das rotieren oder stell dir mal eine AG vor, wo du 10 Leute hast, wo immer der Stimmberechtigte vom einen so alle 6 Wochen und mal ändert. Wo willst du denn da ansetzen mit Lobbyismus? Ja? Das würde es dem Lobbyismus viel, viel schwerer machen, irgendwie in unsere Partei hineinzukommen und versuchen, Entscheidungen umzudrehen. Klingt gut, aber bitte nochmal diese Vision vom Dante, ja? Damit können wir in der Partei einen hohen Schutz gegen Lobbyismus aufbauen. Wir wissen noch nicht, wie das Ganze auf der Parlamentarier-Ebene funktionieren kann, aber hoffentlich nach dem gleichen Schema. Im Prinzip, wenn es da etwas einfällt, was auch da die Parlamentarier im Prinzip so weniger anfällig gegenüber Lobbyismus und Sponsoring macht im Prinzip hier, dann haben wir was ganz, ganz Neues geschaffen hier. Keine demokratische Partei, davon haben wir zur Genüge, sondern wir haben eine basisdemokratische Partei geschaffen. Und damit sind wir am Ende. So. Vielen Dank. Du hast die gleiche Vorstellung wie ich. Wie mache ich? Ich habe vielleicht ein Bild, wie ich mir das vorstelle. Also als Beispiel, ich bin der Beirat für Machtbegrenzung in Frankfurt, ja, und übe diese Rolle auch im Land aus, ja, so. Aber ich gehe nicht in das Land, sondern mein Fuß ist fest verklebt, inzwischen gibt es ja gute Kleber, ja, im Kreis, ja. Und dann sage ich mal, ich habe ja noch eine Aufgabe hier, da im Land, ja, und da sorge ich dafür, dass diese Konzept für Machtbegrenzung auch in die anderen Kreise gehen. Also im Land gibt es keinen. Ich brauche keinen, der im Land irgendwo sitzt, bis auf die Sekretärin, bis auf den Pförtner und auf den Hausmeister. Ja, und das sollte ja auch gut schmecken. Und das Gleiche kann ich mir auch vorstellen auf einer Bundesebene. Da muss keiner sein. Die sollten in ihren Kreisen sein, aber sollten natürlich ihre Spezifikationen haben. In den Kreisen kann ich nämlich auch abwählen. Ja. Die sollten natürlich ihr Know-how haben. Und wenn da jemand die Befähigung hat, im Bund solche Machtbegrenzung über alle Länder zu verteilen, ja, dann soll der gefälligst das machen als Job. Aber er macht es auch in dem Kreis. Er behält seine Bodenhaftung nicht und dann behält er auch das Feedback der Bevölkerung und seiner eigenen Mitglieder, seines eigenen Schwarms. Ja. So kann man verhindern, dass es sowas wie Berufspolitikertum gibt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dann, wenn es gut sortiert, die Machtbegrenzung auch bezahlt, ja, oder IT auch bezahlt. Ich bin aber trotzdem im Kreis. Ja. Da kriege ich vom Bund mein Geld dafür, dass ich im Kreis meinen Job mache, dem Land meinen Job mache und im Bund den Job mache. So stelle ich mir das vor. Ja. Keine eigenen Funktionen. Und so kann auch keiner irgendwo von außen in die Partei mit Geld eingeschleust werden und dann die Pyramide nach oben und dann die Partei korrumpieren. Ja. Weil ich immer auf den Leuten aufbauen, die den Job in ihrem Kreis machen. Also stelle ich mir das vor.
so in dem typischen Kreisvorstand, wo du dann so mit 15 Leuten zusammensitzt, ja, und dann kommt dann Marketing, sagt, ich habe hier den Flyer im Prinzip. IT sagt, ich muss hier vorne die Domain ändern. Und dann kommt, ach, weiß der Teufel was, ja, sagt mir, bitte Leute, ich bin die Machtbegrenzung. Ich habe davon keine Ahnung, ich will das auch gar nicht im Prinzip. Also das Erste, um nicht überlastet zu werden, weil es ein Haufen Arbeit ist, sich selber zurücknehmen und dafür zu sorgen, dass es auf genügend Schultern verteilt wird. Ja? Weil dann finde ich einen, der sich dafür interessiert. Ich habe auch das große Glück im Moment, wir haben noch keine Mandatsträger auf einer Bundesebene, da haben wir noch einen Haufen Zeit. Wir müssen einfach gucken, dass wir dieses Konzept in den Kreisen zum Leben bekommen. Ja? Und dann eine Etage höher. Wir haben nächstes Jahr Landeswahlkampf. Wir kriegen es wahrscheinlich bis dahin noch hin und können schauen, ob wir dann mit diesem Kriterium für Basisdemokratie auch was reißen. Ja? Dann haben wir vielleicht, wenn wir Glück haben, haben wir auch die ersten Parlamentarier und können dann mit diesen Parlamentariern auch die ersten Erfahrungen sammeln. Das Konzept ist nicht fertig. Ja? Es ist keine Stange, wo ich sagen kann, alles klar, Parlamentarier rein, sondern wir müssen gucken. Ja? Weil das ganze System ist ein rein demokratisches mit dem Problem, dass der Lobbyismus es kaufen kann. Ja? Und wir wollen was anderes haben. Deshalb müssen wir einfach mal auch mal mutig sein, ein paar Schritte machen, sehen, es funktioniert nicht, wieder zurück. Sag mir, da hilft mir wieder die Geschäftsordnung. Sag mir, okay, den Weg, nee, geht nicht. Den da auch nicht, den auch nicht. Und wenn ich sage, ich finde keinen Weg, dann frage ich mal die Kollegen in Ostfriesland, weil vielleicht haben die einen Ansatz. Das ist ja gerade das Schöne, wir haben 300 Kreise in Deutschland und irgendein Kreis findet zu jedem Problem eine Lösung. Ja? Also ich bin noch nicht auf der Ebene, dass ich sage, ich bin jetzt im Bundestag und muss meine Politiker verteidigen, sondern ich bin auf der Ebene, dass ich sage, hier, lasst uns doch mal in den Kreisen einfach mal gucken, wie das funktioniert und Erfahrungen sammeln. Ja? Und dann kommt die Schwarmintelligenz, ja, und sagt mir hier, das funktioniert nicht, ja, dann machen wir das, was funktioniert. Und dann wachsen wir auch draus, dabei, mit den Erfolgen, die wir haben. Und dann kommen vielleicht auch Leute, die dann sagen, ich sehe, was ihr tut, ich glaube daran, ja, das wird erfolgreich und ich möchte mich dann einbringen. Weil im Moment sind wir gar nicht in der Lage, mit den Leuten, die wir haben und dem Engagement, was wir bringen können, kriegen wir so ein Konzept nicht zum Leben. Das sind 80 Millionen Leute draußen, die sind völlig undemokratisch. Ja, die sind ja Brainwashed. Wie willst du mit denen denn überhaupt was reden? Ja? Dafür müsstest du erstmal ja alle in deiner eigenen Partei, und dafür sind noch viel zu wenig, die müssten erstmal wissen, was Basisdemokratie ist. Und dafür ist das Modell gut, dass wir erstmal selber, ich habe eingangs gefragt im Prinzip, was ist denn Basisdemokratie für uns? Habe ich mir keine Gedanken gemacht, aber ich bin in der basisdemokratischen Partei. Erstmal, hey Leute, ja, da ist noch ein ziemlich langer Weg vor uns. Aber wir sind dabei, diesen Weg zu gehen. Diese Pyramide, das ist, wir haben ja alle gelernt. Ja, egal wie alt du bist, egal wie alt ich bin, wir haben dieses Pyramidendenken. Wir glauben immer, da oben gibt es einen, der weiß es besser als wir. Und wir wollen gerne die Verantwortung, warte mal bitte, die Verantwortung delegieren. Mach du mir mal einen Entwurf. Und ich gucke mir dann, wenn ich basisdemokratisch bin, gucke ich mir an, ob mir gefällt. Dann sage ich mir, ja, aber das ist der demokratische Weg und den will ich ja verlassen, weil der ist korrumpierbar. Warum machen wir es nicht anders und sagen, die Leute, die unten sitzen und dann auch diesen Entwurf bewerten könnten, warum machen die da unten nicht den Entwurf? Ja? Und dann ist die Funktion oben nur dafür da, das in eine Sprache zu bringen, die das Volk versteht. Ja? Aber dann ist es inhaltlich das, was von unten kommt. Und das ist für mich Basisdemokratie. Alles, was oben anfängt, ist für mich, sag ich mir, nee, also wir müssen gucken, dass wir es von unten kriegen. Und das ist natürlich mühselig. Ich muss mich mit dem Thema, was mich betrifft, auch beschäftigen. Sonst funktioniert Basisdemokratie einfach nicht. Ich darf es nicht abgeben. Sobald ich etwas abgebe, ist diese Partei fort. Ja? Ich muss verdammt nochmal auf dem Boden bleiben. Und deshalb muss auf dem Boden gearbeitet werden, in den Kreisen. Und wir müssen es hinkriegen, wenn ich in einem Kreis Wiesbaden bin und ein Thema habe, ein Bundesthema habe, dass ich mich zusammensetze mit einem aus Frankfurt und einem aus Offenbach und einem aus der Lüneburger Heide im Prinzip. Dass wir da uns zusammensetzen und dieses Thema besprechen. Jeder kann auch im Prinzip nach draußen gehen, gucken, wie tickt denn das Volk. Ja, das heißt, ich kriege auch das über gesamte Deutschland kriege ich auch das Feedback vom Volk. Meine Volksvertreter, die sich in der AG zusammenfassen, im Prinzip, die kondensieren das und sagen hier, das ist das, was wir wollen. Ja, und dann kannst du immer noch jemand vom Marketing nehmen, der das in schöne Worte fasst. Mehr aber nicht. Du darfst dem da oben keine Gestaltungskraft geben. Ja, keine Macht geben, keine Interpretationskraft und auch keine Auswahlmöglichkeiten im Prinzip. Das muss unten gemacht werden. Wenn wir das schaffen, schaffen wir Basisdemokratie. Wenn wir das nicht schaffen, ich denke mir auch manchmal, ich hätte gerne irgendwie was Tolles, was von oben kommt.
weil ich das sonst alleine machen muss. Aber das ist der Weg. Wir müssen es alleine machen. Bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, das ist auch der einzigste Weg, der funktioniert. Wie gesagt, den Weg, wenn ich es gleich von unten mache, dann schiebe ich nur nach oben durch, sprich für mich. Ja. Wenn ich da so eine Mischlösung habe, dass ich sage, ich habe da die Koryphäen, aber ich brauche sie nicht. Was hindert uns daran, ein Thema auf einer Kreisebene auszurollen? Und wir haben ja nicht so viele Bundesthemen. Ja. Und wie gesagt, ich bin doch gar nicht bereit, das zu tun. Wir haben ja doch diese Ebene Land noch gar nicht. Ja. Die müssen wir erstmal bilden und dann müssen wir anfangen mit einem Thema. Ich habe noch nicht alle Themen, ja, und wir werden auch wahrscheinlich nicht im Prinzip bei der nächsten Wahl die absolute Mehrheit bekommen, sodass wir gleich im Prinzip Entscheidungen treffen können für Gesetze. Wir müssen es erst lernen. Und das Wichtigste ist hier oben, ja, basisdemokratisches Denken. Weg mit Pyramide im Prinzip, sondern gleichberechtigt, selbstbewusst Politik. Und das können wir noch gar nicht, ja. Das müssen wir erstmal praktizieren. Ich persönlich bin noch nicht bereit, nach draußen zu gehen und zu sagen, ich vertrete unsere Meinung, ich kenne die gar nicht. Ja, dafür müssen wir erstmal intern, wir müssen die Partei so strukturieren, dass wir überhaupt basisdemokratisch nach außen wirken können. Ja, müssen wir hier klein anfangen. Hier der Hausherr sagt mir, Palast, ist er morgen fertig? Nee. Ja? Und dann sagt er, ich habe jetzt hier einen Wettbewerb für Palast im Prinzip, der ist in 2 Wochen, schaffst du es bis dahin? Sage ich, nee. Ja? Dann sage ich mir, in 2 Jahren kann ich dir den Teil vom Palast zeigen. In 5 Jahren vielleicht das andere und den Keller, den brauche ich später im Prinzip. Das können wir realisieren, weil wir müssen jeden einzelnen Stein müssen wir umdrehen. Das ist realistisch. Und immer diese Ungeduld. Klar, ich würde auch gerne die Welt retten, geht aber nicht. Ja? Die haben 70 Jahre lang Vorsprung, diese Demokratie gegen die Wand zu fahren. Was habe ich denn da für eine Erwartungshaltung, dass ich das in einem Jahr umdrehe? Nein, das ist nicht realistisch. Also auf dem Boden bleiben und erstmal gucken, dass ich das um mich herum organisiere. Und dann guck mal einen Schritt in Richtung Wiesbaden. Okay, Wiesbaden. Und dann gucken wir mal, wie wir es zusammenkriegen. Und dann holen wir uns nach Offenbach. Und dann holen wir uns das Land. Da können wir schon einiges praktizieren. Hier Land, den Landtagswahlkampf nächstes Jahr. Das wäre mal eine Möglichkeit zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Ja? In dem kleinen Hessen. Vielleicht kriegen wir da was hin. So als Blaupause auch für die anderen Länder. Ja. Und wenn du dann siehst, dass es funktioniert, dann motivierst du erstmal die eigenen Mitglieder, ja, und die drumherum sind. Denn viele Leute gucken sich an, oder jetzt hier Bundestagswahlkampf, wir haben ja immerhin 1,4% der Stimmen gekriegt, 700.000 Stimmen. Die sehe ich jetzt nicht. Die haben gesagt, okay, ich gebe euch eine Chance. Da hast du meine Stimme. Und was macht ihr jetzt hier als Basis? Ihr haupt euch immer nur gegenseitig, ja, womit habe ich denn meine Stimme verdient, die ich in Frankfurt geschnurrt habe? Nein, da müssen wir noch ein bisschen was liefern. Ja? Und dann gucken sich die Leute an und sagen, die machen eigentlich in Wiesbaden einen guten Job. Ja? Plausibel. Ja? Jo, guck mal, im Land Hessen läuft auch ganz gut. Hast du natürlich immer gute und schlechte, aber insgesamt und darüber, über dieses Vertrauen, was wir uns erwerben müssen, kommen wir irgendwann mal dazu, dass wir auch überhaupt politische Entscheidung mittragen können, ja, dass wir irgendwann mal die 5%-Hürde schaffen. Im Moment nicht. Warum denn? Wir haben doch nichts. Wir haben nichts Basisdemokratisches. Null. Nada. Ja? Bei dem hätte ich eigentlich auch einen Aufschrei erwartet, ja? Weil wer rechnen kann, ist ein Vorteil. 1 Stimme, 2 Stimmen, 3 Stimmen kommen aus dem Kreisbeirat und 2 Stimmen aus dem Schwarm. Wie können wir in der basisdemokratischen Partei dem Schwarm weniger Stimmen geben als dem Vorstand? Ja? Ganz einfach. Wer muss die Entscheidung tragen, umsetzen? Die da. Ja? Wen kannst du leicht beeinflussen? Die da. Also, wir haben uns da lange hingesetzt und gesagt, wie kann man das gestalten? Und wir haben zum Beispiel, ich glaube, in Kassel haben sie es gemacht. Ja, Kassel. Die haben immer dieses 1-1-1, 2 Stimmen, ja? Oder eben nicht die 2 Stimmen. Ja? Da habe ich gesagt, Leute, finde ich nicht ganz so gut, denn wie viele geschäftsführende Vorstände haben wir? 3, ja? Wie viel im Fachbereich? 8, Kassel jetzt, ist gelogen, aber ist ein gutes Beispiel, ja? Wie viel habt ihr im Rat, Mitgliederbeauftragte? 1. Ja, Moment mal, dann hat dieser eine Stimme, die 3 haben auch eine Stimme und die 8 haben auch eine Stimme. Das ist nicht ganz fair, ja? Deshalb haben wir es in Frankfurt, das schreibst du einfach die Geschäftsordnung rein, wie du es haben möchtest. Das haben wir gesagt, solange dieser Beirat gut miteinander klarkommt, hat jeder eine Stimme. Kannst du einfach auch viel schneller zählen. Ja?
sobald irgendeine Gruppe sagt, eine von den dreien, ich bin hier irgendwie in der Unterzahl, ich möchte jetzt in Gruppenwahlrecht umschalten, ja, dann schalten die auf Gruppenwahlrecht um. Und für die Sache, die aus dem Schwarm kommt, ist es auch ganz erforderlich. Denn ich möchte nicht, dass ein Schwarm hier den Beirat, der aus drei verschiedenen Parteien besteht, Gruppenprinzip, einer ist ja sowieso hier, der Rat, die sind ja eigentlich im Schwarm unten, das sind deren Vertreter, ja. Das sind die Funktionen, das ist der Geschäftsführervorstand. Wenn die sich einig sind, dann hat das so einen Grund. Ja? Wie oft hat es ihr in Wiesbaden im Vorstand, dass ihr eine knappe Vorstandsentscheidung getroffen habt und wie oft hattet ihr eigentlich immer so 80% plus dafür? Ja. Und wie funktioniert das? Das ist doch die Regel, oder? Knappe Entscheidung gibt es, Wahlplakat soll das grün oder blau sein. Also da sind wir, können wir uns nicht einigen. Ja? Oder bin ich mehr Homöopathie oder bin ich mehr Allgemeinmedizin? Da streiten wir uns. Aber bei den anderen Themen, und wenn wir auch knapp sind, was machen wir dann in einem Vorstand? Wir reden drüber, ja? Weil wir ja auch sagen, ich möchte das möglichst groß tragen. Aber wenn hier die drei sich einig sind, kann der Schwarm sie nicht umstimmen. Punkt. Die halten den Kopf hin, ja? Ich bin ja, komme ja aus einem Vorstand. Ich werde da nichts tun, um einen Vorstand zu sagen, ja, ich will da anmieten. Der Schwarm sagt nein. So, sage ich, okay, ich miete nicht an, sagt der Schwarm ja. Ich meine, der Vorstand wird dann irgendwann mal aufhören. Ja. Aber das gibt mir die Möglichkeit zu korrigieren, aber erst im zweiten Schritt. Wenn jetzt als Beispiel die treffende Entscheidung, der Schwarm ist dagegen, wird aber abgeschmettert, 3-2. Dann sagt der Schwarm aber, ich bin nicht damit einverstanden. Ja? Was macht er? Der wählt die ab. Ja, der kann sich im zweiten Schritt hier die Stimmenmehrheit machen, die er braucht. Damit gebe ich dem Schwarm Macht, aber erst im zweiten Anlauf. Ja, denn wenn die jetzt irgendwas sagen, was die hier nicht wollen, was werden wir denn dann tun in einem Vorstand? Also hier Mietsache anmieten, Beispiel im Prinzip. Und der Schwarm sagt, nee, das gibt jetzt viel Geld aus und weiß der Teufel was. Ja, stimmen wir ab, wir bestimmen den Schwarm, aber dann geht hier die Jungs, die schicken wir nach unten und sagen, hier, erklärt das dem Schwarm, warum wir das für wichtig erachten. Ja? Und die kommen ja aus dem Schwarm, die tragen ja die Stimmen nach oben. Also das, dieses Worst-Case-Szenario auf der Kreisebene, ja, dass irgendwie der Schwarm jetzt hier den Beirat ändert, um den geschäftsführenden Vorstand, kannst du dann rausschmeißen im Prinzip, sagt so, ja, wenn die anderen beiden sich einig sind, dann hat er nichts mehr zu sagen. Ja. Dann ist er paralysiert, der ist zwar immer noch da, aber der kann nichts mehr entscheiden. Aber das ist Worst Case und das brauche ich auf einer Kreisebene normalerweise nicht. Ich brauche es aber auf der Bundesebene. Ja? Denn auf der Bundesebene, also ich persönlich habe mit deren Entscheidung immer ein Problem. Sag ich mir, ja, wem dient das? Ja, mir nicht. Ja? Und das wäre natürlich eine schöne Spaßbremse für jeden, der sich im Bundesvorstand bewirbt, zu sagen, du kannst dich ja gern bewerben, aber wir gucken dir genau auf die Finger im Prinzip. Und wenn du nicht das tust, was wir wollen, schalten wir dich erstmal inaktiv durch die Möglichkeit, das auszutauschen. Und beim nächsten Parteitag werfen wir dich raus. Ja, auf der Bundesebene brauche ich das. Auf der Kreisebene, ich sage mal, so gut wie nie. Aber es ist möglich. Aber der Schwamm muss wissen, was er tut. Und wenn du hier Leute hast, die so vehement irgendwas anders machen wollen, dann sagt man, ja, pff, warum sitzt du nicht da? Ja? Geh in den Beirat, da kannst du stimmberechtigt ja deine Interessen umsetzen. Ja. Aber hier immer nur Nein sagen, ja, geht auch nicht. Wir brauchen ja Mitarbeit. Ja. Mitbestimmung erfordert Mitarbeit. Das ist eine Pflicht und ein Recht, aber nicht nur ein Recht. Und das müssen wir unserem Schwarm auch sagen. Wollt ihr Mitbestimmung, müsst ihr was dafür tun. Sonst gibt es halt nur Demokratie von der Stange. Also, gerade Currywurst, keine gerade Currywurst, ja? Die Entscheidung, gerade Currywurst, aber was machen jetzt die? Die gehen zu ihren Vertretern und sagen, wie kannst du dem zustimmen? Und dann muss sich dieser Vertreter rechtfertigen, sag mal, schau mal, ich habe hier Informationen über die gerade Currywurst, die hast du nicht, ja? Wenn ich das dir mitteile, änderst du deine Entscheidung, ja? Oder der sagt halt, kann die nicht überzeugen. Dann sagt der Schwarm hier unten, macht eine neue Abstimmung. Aber die Entscheidung ist ja schon gefallen jetzt. Also du kannst natürlich auch die Kurve erstmal gerade machen, aber du kannst auch die Entscheidung wieder zurückdrehen. Ja?
die werden dann entweder die überzeugen, mit ihnen gegen die anderen zu stimmen, ja, oder sie werden gehen, oder sie überzeugen den Schwarm, dass es doch eine gute Idee ist. Ja. Und das ist auch für mich diese Interaktion. Genau das, was wir uns draußen erwartet, wenn wir jetzt im Prinzip als super-duper Partei nach draußen gehen und sagen, liebes Volk, erklärt mir, was ihr haben möchtet. Was werden die mir denn sagen? Zwischen gerade Currywurst, quadratische, runde, da kommt ja alles hin. Ja? Wenn wir das mal praktizieren, wissen wir, was uns draußen erwartet. Ja? Das brauchen wir für unsere Willensbildung. Ja? Und das brauchen wir später für die Willensbildung nach draußen. Denn die sind ja willenlos. Den muss ich ja völlig neutral erstmal sagen, ja, Momentchen mal. Anderes Beispiel immer gerne im Prinzip hier so Pest und Cholera. Ja? Also Pest ist gerade bei der Pharmaindustrie im Angebot. Ja? Und dann sagt der gute Klabauterbach, wählt zwischen Pest und Cholera. Ja? Aber Pest hat Vorteile. Ja? Weil die Pharmaindustrie, das sagt natürlich nicht, aber die Pharmaindustrie ist ja schon da. Ja? Sag mal, ich mit meiner Expertise, ich kann euch empfehlen, nehmt die Pest. Ja? Jetzt machen wir das gleich in der Basis. Ja? Und dann kommt, wir kondensieren das, Vorschläge Pest und Cholera liegen am Tisch. Ja? Auf dem einen Vorschlag liegt noch ein bisschen Geld unten drunter. Und dann kondensieren wir das. Dann kommt da irgendjemand und sagt, ja, wenn ich schon eine Krankheit, wie wäre es mit der Grippe? Ja? Oder einem Schnupfen? Ja? Oder ein tränendes Auge? Jo, und dann wird das kondensiert und dann ist die Mehrheit für, was nehmen wir da? Schnupfen. Ja? Dann ist Pest und Cholera vom Tisch, weil das ist ja gar keine, das sind nicht die zwei Optionen, sondern das sind nur die zwei schlechtesten Optionen, wobei eine als noch schlechter dargestellt wird, damit wir die Entscheidung treffen, die aus Sicht andere sinnvoll ist. So stelle ich mir das vor. Und das ist, wenn wir schon über eine gerade und eine krumme Currywurst streiten, was erwartet uns denn draußen, wenn wir dem Leuten aufs Maul schauen? Ja, da bin ich mal gespannt. In Frankfurt haben wir dieses Jahr im März Satzung Geschäftsordnung so implementiert, indem wir einfach 8 Wochen vorher jede Woche für alle Mitglieder, egal wer, einen Zoom gemacht haben und dann habe ich das erklärt. Aber wesentlich schlechter hoffentlich als heute. Ja? Und dann sind wir in den Kreisparteitag gegangen, haben Satzung und Geschäftsordnung vorgestellt und da waren von den 31 Anwesenden, haben 26 zugestimmt. Und von diesen 26 waren 26 in den Zooms gewesen und die anderen 5, die waren nicht in den Zooms, die haben es einfach nicht kapiert, haben gesagt, das ist zu kompliziert, das mache ich immer nicht. Ja? So, aber da haben wir nur einen geschäftsführenden Vorstand gewählt. So. Und dann haben wir aber gesagt, wer ist jetzt noch darüber hinaus bereit, sich zu engagieren in einem? Wir haben ja den Beirat eingeführt, da war nur noch keiner drin. Ja? Da waren wir, was waren wir? 15, glaube ich noch. Das waren genau die, die vorher in einem erweiterten Vorstand drin gewesen sind. Die haben gesagt, wir machen weiter. Und ich habe ja auch weitergemacht. Egal, ob ich da jetzt in dem Beirat bin oder nicht, ich habe einfach weitergemacht. So. Was haben wir zuerst gemacht? Haben gesagt, wichtig ist, das zu bilden, weil da kommen neue Leute rein, da kommen die 5 Vertreter unserer Stadtteile rein. Dann haben wir die ausgeschrieben, ich dachte, er hebt die Hand, haben wir die einfach ausgeschrieben und gesagt, hier, lieber Ortskreis, wählt mal euren Ortspaten. Ja? Wer ist das gewesen? Das sind die Leute, die eh immer die Leute eingeladen haben. Komm, wir gehen zur Demo, komm, wir gehen in meinen Garten, komm, wir machen jetzt hier, wir treffen uns beim Italiener. Ja, das sind so die Keimzellen, die haben wir einfach gewählt. So. Und wir hatten natürlich auch noch einen generellen Schwarmbeauftragten, der für alle für alles in Frankfurt zuständig ist. So, dann hatten wir, und das hat 3 Monate gedauert, dann hatten wir hier die rote Seite fertig. Jo, so. Dann haben wir die gewählt, habe gesagt, hier, jeder, der sich interessiert für irgendeine Funktion, schreibt eine Bewerbung. Habe ich gesagt, Machtbegrenzungen, da hatten wir noch, keine Ahnung, 8 oder weiß der Teufel, wie viele im Prinzip, die haben wir alle ihre Bewerbung. Da haben wir E-Mail rund geschickt, haben gesagt, hier, das sind die 8 Leute, das sind die Bewerbungen da, wollte sie haben. Abgestimmt, alle Mann rein. So, das war dann, ich glaube, im September. Das heißt, es hat 6 Monate gedauert, um das zu füllen. Hat aber doch überhaupt nichts geändert, weil, wie gesagt, die, die aktiv sind, die haben einfach weitergemacht. Sind immer noch aktiv. So, jetzt treffen wir uns. Jede Woche trifft sich der geschäftsführende Vorstand zur Vorbereitung von irgendwelchen Beschlüssen. Da geht es meistens um Knete und weiß der Teufel was ja und um was läuft in den Ländern, was läuft in den anderen Kreisen. Die bereiten das vor und da treffen wir uns hier in dem Kreisbeirat alle 3 Wochen. Warum alle 3 Wochen? Weil die keinen Bock haben, sich regelmäßig zu treffen. Ganz einfach, aber macht doch nichts. Ja, das ist total tiefenentspannt. Ich habe noch nie so wenig für einen Kreisvorstand arbeiten müssen wie hier. So. Die sind gut vorbereitet, wir machen das einfach. Und jetzt fangen wir an,
zusätzliche Leute zu bekommen. Jetzt gehen wir in den Wahlkampf rein. Wir haben hier zum Beispiel auf der Seite schon wieder zwei Projektleute, ja, die auch schon im letzten Wahlkampf dabei gewesen sind. Wir brauchen Leute, die Flyer verteilen. Das muss irgendjemand koordinieren. Sitzt drin. Wir brauchen jemanden, der sich um die Plakate kümmert. Sitzt drin. Wir brauchen später auch noch einen, der die Wahlstände macht. Brauchen wir noch. Die holen wir uns rein, je nachdem, was wir ihn brauchen. Und wenn ein neues Mitglied kommt und sagt, ich kann Marketing, schwupp, sitzt drin. Ja? So, Offenbach hat es ein bisschen anders gemacht, nicht per E-Mail und eine Abstimmung, sondern per Präsenzveranstaltung. Aber ihr habt erstmal den Vorstand gewählt. Sagt so, jetzt habt ihr euren Geschäftsführer und Vorstand gewählt, jetzt könnt ihr eigentlich im Prinzip Schluss machen. Es gibt ja noch die Geschäftsordnung. Keiner von uns hat es eigentlich im Prinzip verstanden, deswegen hatten wir auch diesen wunderbar doppeldeutigen Namen von einfach machen gewählt, weil in Offenbach, wir haben es einfach gemacht. Wir dachten so, okay, er hat irgendwas gesagt von wegen weniger arbeiten, fanden wir gut. Also haben wir es einfach mal gemacht und bis wir die Geschäftsordnung dann irgendwann gelesen haben, verstanden haben, das hat eine Weile gedauert. Wir haben es dann immer wieder gelesen und immer wieder versucht zu verstehen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir laden die Mitglieder ein, versuchen den Rat und die Fachbereiche zu wählen. Das haben wir dann auch in Präsenz eben gemacht. Und dann haben wir festgestellt, ja, in der Geschäftsordnung stand ja irgendwas mit 25% Beteiligten. Da haben wir gedacht, oh je, daran werden wir wahrscheinlich scheitern, dann müssen wir alle wieder ausladen. Da haben wir gedacht, nee, dann ändern wir die Geschäftsordnung einfach, aber mit den Mitgliedern zusammen. Wir haben darüber abgestimmt, machen wir das so. Also an diesem Präsenztag und haben wir die Geschäftsordnung in diesem Fall sofort geändert, da haben wir es sofort gewählt und da haben wir gemerkt, das ist eigentlich einfach, es ist super, es funktioniert. Es ist nicht so, dass es jetzt sofort alles präsent ist und jeder sagt, okay, super, genau so machen wir es, wie es da drin steht, da ist ja schon alles drin geschrieben. Nee, so ist es nicht, aber es ist sehr einfach. Es ist wirklich einfach, wenn man sich darauf einlässt, es zu machen. Und es nimmt den Druck raus. Ja? Genau. Sagt ich, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, da gibt es irgendwie ein Problem zwischen zwei Person, sage ich, gehe zu denen. Ja, ich mache hier meinen Job. Ich kann mich auf das konzentrieren, was ich kann und muss mich nicht mit jedem Scheiß konzentrieren. Ja? Wenn es hier irgendwelche Fachidioten-Sachen gibt wie Server, halte ich mich raus, stimme ich einfach nicht mit, ist nicht mein Baby. Muss ich mich, denn wenn ich abstimme, müsste ich mich mit dem Thema beschäftigen. Ja? Wenn ich dazu keine Zeit habe, das nimmt mir total den Stress. Ja? Der geschäftsführende Vorstand muss eiserne Nerven haben, ja, weil immer noch, ja, der muss einfach nur nichts tun und in der Mitte bleiben. Und wir müssen einfach akzeptieren, ich kann mit 30.000 Mitgliedern in 300 Kreisen, wovon vielleicht 10% aktiv sind, ja, das sind 3.000, das sind 10 pro Kreis. Du hast in einem Kreis 10 Leute, die willens sind, sich alle 3 Wochen zu treffen, die an einem Thema zu arbeiten. Mehr ist es nicht. Was willst du von den Leuten erwarten? Und die meisten von denen arbeiten noch. Ja? Das Schlimmste, was wir tun können, und das haben wir zu Genüge gemacht, wir haben Vorstände, die hoch motiviert gewesen sind, haben wir zerrieben mit unseren Forderungen. Schnell, schnell, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Und dann ging es nicht. Und dann hier in Frankfurt, hier unser Geschäftsführer, Vorstand, auch zum Beispiel, der hat danach alles gemacht. Sag ich mir, bist du blöd? Ja? Du machst dich kaputt. Und das müssen wir verhindern, dass wir hier Leute aufreiben durch Forderungen. Wenn jemand eine Forderung an mich stellt, dann sage ich, nö, ich kann es nicht, aber hier, gute Idee. Ja? Warum machst du es nicht? Ja, ich habe gerade keine Zeit, dann hör mit den Forderungen auf, bringt doch nichts. Ja? Wir sind ja keine Firma, ja, wo das Geld von der einen Seite reinkommt und ich eine Dienstleistung auf der anderen Seite rausbringe. Nein, wir müssen alles hier mit diesen Händen müssen wir selber machen. Ja? Das ist die Mitmachpartei. Ja? Nicht Forderungspartei, sondern eine Mitmachpartei. Müssen wir einfach akzeptieren. Das ist das, was wir können. Ja? Und mehr können wir nicht. Und mehr sollten wir auch nicht probieren. Wir sollten versuchen, organisch zu wachsen. Ja? Und das praktizieren, weil das ist Basisdemokratie. Nur wegen dem kommen sie zu uns. Wenn wir das nicht haben, haben sie freie Auswahl. Nehmen wir CDU, CSU, FDP, kannst du auch schon. Oder nimmst du die Basis oder nimmst du den Totenhöfe, ist alles die gleiche Mist. Ja? Also verdammt nochmal, wir müssen irgendetwas haben, was die anderen nicht haben. Ja? Und das haben sie nicht, das haben wir noch nicht mal sehr, aber das verdammt nochmal haben sie nicht. Ja? Bessere Idee, her damit. Das muss nicht die beste Idee sein, ist nur eine Möglichkeit. Aber einfach mal, einfach machen. Und dann gucken, vielleicht müssen wir was anpassen, aber vielleicht ist das einfach auch hier die Granate, läuft wie Schmitz Katze. Würde mich freuen, in Bayern, ja. Mache ich Vorträge in Bayern. Alternativen?
Jo, aber ich merke schon, ihr braucht nur eine zweite Ladung. Ja? Aber egal, lasst euch doch mal gären. Ja? Wie gesagt, als wir hier dieses Slide gemacht haben, Prinzip Demokratie und Basisdemokratie, und dann festgestellt haben, wir haben eigentlich nichts, gar nichts. Außer die 5 Buchstaben im Namen. Das ist das, was wir an Basisdemokratie mitbringen. Basis. Und sonst reden wir davon, aber wir haben es nicht. Ich nochmal. Ich weiß. Jetzt haben es ja schon ganz viele Kreise umgesetzt oder wie jetzt Offenbach zum Beispiel, einfach mal probiert. Mich würde interessieren, wie können wir das in Wiesbaden umsetzen? Wir haben jetzt eine Satzung, wir haben keine Geschäftsordnung. Das heißt, wir müssen unsere Satzung umschreiben und auf dem nächsten Kreisparteitag abstimmen lassen von den Menschen, die dort sind. Und es müssten mindestens 25% der Kreismitglieder sein. Wie könnte man es umsetzen? Müssten wir es als Vorstand eine Geschäftsordnung mitbringen, eine neue Satzung mitbringen, also Satzungsvorschläge quasi machen und dann auf dem neuen Kreisparteitag schon dieses neue Konzept umsetzen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ganz einfach. Wir sind ja dienstleistungsorientiert in diesem Kreis. Der Landesverband ist ja auch nur ein Dienstleister. Also, diese komischen 25% haben wir in ganz vielen Satzungen. Das ist echt ein Pain in sich, Dingsbums, ja. Aber ich brauche nicht zwingend die Satzung ändern. Ja? Die Satzungsänderung ist nur ein einziger Paragraph, was sagt die Vorstandsarbeit. Und da sagen wir in der modifizierten Satzung zu den Stimmrechten und zur Vorstandsarbeit, guck bitte in die Geschäftsordnung. Ja? Ich nehme sozusagen die Kompetenz einfach aus der Satzung raus. Ja? Und die Geschäftsordnung, die kannst du jetzt schon erstellen. Ja, jederzeit. Wir haben gerade die ganzen von den 7 Kreisen, die das jetzt übernommen haben, die Geschäftsordnung gegenübergestellt. Wir versuchen, die auch möglichst einheitlich zu halten. Ja? Da gibt es eigentlich, bis auf einen Kreis im Prinzip, der ist völlig entgleist. Ja. Aber ich kann dir die Geschäftsordnung geben. Sag mal hier, nimm das, ich erkläre es dir auch, wofür die gut ist, weil das ist ja nur dieses typische Amtsdeutsch. Ja? Will auch nicht jeder. Was es tut, musst du wissen, aber nicht, wie das formuliert ist im Prinzip. Die ist bei uns in Frankfurt auch zu 10 Seiten lang. Wie kriege ich Leute rein? Wie kriege ich Leute raus? Wie muss ich ihn abstimmen? Welche Varianten gibt es bei der Abstimmung? Das steht alles in der Geschäftsordnung drin, damit es kein Vorstand selber interpretieren kann. Das ist dann einfach festgelegt. Ja? Und im Rahmen dieser Geschäftsordnung kann der Vorstand oder der Beirat dann eben agieren. So, jetzt hast du ja einen Beirat. Quatsch, keinen Beirat, sondern du hast ja einen erweiterten Vorstand. Ja? Jetzt müsstest du also deinem erweiterten Vorstand sagen, entweder wir machen jetzt den nächsten Parteitag und ihr werdet nicht mehr aufgestellt, ihr stellt euch dann später dem Beirat zur Verfügung. Ja? Oder du sagst, hey, trete doch einfach zurück. Zurück als Beiräte. Ja? Dann machst du eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung erlaubt dir, einen Beirat zu füllen. Deine erweiterten Vorstände treten aus dem Vorstand aus und treten in den Beirat ein. Dann hast du es ohne diese kleine Satzungsänderung überführt. Mach einfach. Einfach machen. Geschäftsordnung kannst du sofort die übernehmen. Ja? Musst nur abstimmen. Die habe ich schon gelesen. Ja. Dann bist du aber, sobald du die abgestimmt hast mit einfacher Mehrheit, kannst du nur noch ändern mit 2/3 Mehrheit plus Schwarm. Also da muss man sagen, du gibst dann als amtierender Vorstand über deine eigene Geschäftsordnung deine Macht dem Schwarm. Wenn ich dann nochmal erzähle, wie es in Offenbach war, also wir waren ja im Prinzip danach Frankfurt, ne? Zuerst Marburg, Frankfurt und dann kam Offenbach und wir haben im Prinzip alles, das was wir von Frankfurt, von der Geschäftsordnung bekommen haben, rudimentär auf Offenbach angepasst. Und da haben wir es einfach gemacht, aber es ist ja noch nicht wirklich beschlossen, weil der nächste Kreisparteitag beschließt dann erst endgültig. Also momentan ist es nur vorläufig und das wissen unsere Mitglieder auch, also es ist nur vorläufig. Das heißt, sie kann immer noch geändert werden und dann wird sie abgesegnet beim nächsten Kreisparteitag. Und zwar von allen Mitgliedern, die eben dort anwesend sind. Das heißt, ihr lebt das Konzept jetzt? Genau, wir leben es schon. Nein, es ist noch nicht verankert. Das ist natürlich auch super, weil dann kann man es noch einigermaßen modifizieren und verändern. Aber wir sagen das natürlich dem Schwarm immer Bescheid, wenn irgendwas verändert werden sollte. Diese 25%-Hürde, als wir dann den Rat und die Fachbereiche gewählt haben, die haben wir dann eben auch so modifiziert, dass wir gesagt haben, ja okay, jetzt sind heute aber nur 24% anwesend. Sollen wir trotzdem wählen und das als Unterklausel oder Unterparagraf noch einführen. Das haben wir dann eben gemacht.
Und das werden wir dann beim nächsten Kreisparteitag absegnen lassen, dass es auch wirklich endgültig seine Richtigkeit hat. Und dann haben wir gedacht, okay, dann steht in der Geschäftsordnung irgendwas von Online-Mitglied, also von einer Mitgliederbefragung zu Finanzen. Und das haben wir dann eben online gelöst. Aber da stehen ja auch in der Geschäftsordnung so viele verschiedene Sachen, wo wir nicht wussten, sollen wir das jetzt mit der Online-Mitgliederbefragung machen oder nicht, wie sollen wir es genau durchführen. Und dann standen da ja auch noch verschiedene Sachen in der Satzung und in der Bundessatzung drin, was zu einer Mitgliederbefragung oder Umfrage sein sollte. Und da haben wir gedacht, okay, wir probieren es jetzt aus, ziehen unsere Konsequenzen daraus und werden das dann bei der nächsten Umfrage, die wir machen werden, eben dann auch in der Geschäftsordnung modifizieren und sagen, warum wir das jetzt geändert haben. Und so läuft das eben weiter. Ein Einwand dazu, das ist meines Erachtens keine Interimsgeschäftsordnung, sondern der Vorstand hat diese Geschäftsordnung scharf geschaltet. Damit ist sie gültig. Das Einzige, was fehlt nach diesem Konzept, ist die Zustimmung des Schwarms. Und die erfordert halt den nächsten Parteitag. Ja? Und in der Zwischenzeit können Sie trotzdem dieses Konzept leben. Aber in der Satzung steht doch nichts von der Geschäftsordnung drin, oder? Meistens steht da drin, der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. Genau. Und jetzt muss aber rein, der Vorstand bekommt eine Geschäftsordnung und ist an diese Geschäftsordnung gebunden. Ja? Also hier. Parteitag, Satzung, Geschäftsordnung. Das ist die Satzungsänderung. Nee, das ist ja nur die Geschäftsordnung. Ja? Die Satzungsänderung ist nur der Verweis auf diese Geschäftsordnung. Mehr steht da, mehr ändern wir an der Satzung gar nicht. Ja, aber das ist ja eine Satzungsänderung, was die Mitglieder, also die anwesenden Mitglieder auf dem Kreisparteitag dann ja, abstimmen müssen. Ja, du kannst, also wenn du es richtig machst, du bringst in die Satzungsänderung rein, dass du keinen erweiterten Vorstand hast. Ja? Als ich in Offenbach reingeschneit bin, in den Kreisparteitag, dann habe ich gedacht, hier kann ich 15 Minuten über dieses Modell reden. Ja? Die hatten die Satzung aber schon vorliegen mit den ganzen Säulen und so weiter. Ja? Habe ich gesagt, ihr könnt trotzdem auf das Modell gehen, wenn ihr einfach aufhört und keine Freiwilligen habt für die erweiterten Vorstände. Und dann haben die das gemacht und damit sind die de facto auf das Beiratsmodell gegangen. Die haben diese erweiterten Vorstände nicht gewählt, sondern nur den geschäftsführenden Vorstand, haben die Geschäftsordnung aufgestellt in dem geschäftsführenden Vorstand und damit diesen Rat und die Fachbereiche gebildet. Ganz einfach. Also das ist so die Interimslösung, wenn du gerade sagst, ja, schade eigentlich, ich habe meinen Parteitag gerade gehabt oder ich kriege meine Satzungsänderung nicht hin. Brauchst du eigentlich gar nicht. Ja? Das ist nur sozusagen das Sahnehäubchen obendrauf, das sauber zu formulieren. Oder vor allen Dingen kannst du dann im Kreis erstmal gucken, wie das funktioniert und dann kannst du das beim nächsten Parteitag auch wirklich empfehlen. Ja? Denn du brauchst ja auch Leute da drüben, die dann sagen, okay, tut mir nicht weh, finde ich sogar gut, das ist die Basisdemokratie, ich stehe dazu. Die hier sind, wollen das. Ja? Und andere Vorstände, die das ungern hier sehen, sondern mehr da oben sehen, die wollen das nicht. Das heißt, hast du das, verhinderst du auch hier einen gewissen Typus, den Einstieg, was auf einer Kreisebene egal ist. Aber denk mal im Prinzip auf einer Landesebene, Bundesebene. Wenn du da scheiß Personal hast, das kriegst du ohne Beschwer wieder los. Da hätte ich lieber die richtigen Leute. Den Hausmeister, den Gärtner und den Pförtner. Die politisch Desinteressierten. Hey, einfach machen. Alternative? Nix. Wir können nichts zeigen. Gehen in den Wahlkampf und sagen, wir sind Basisdemokratische Partei. Warte vor 2 Jahren auf, was hat sich geändert? Ja, nix. Ja. Kriegst du dafür Stimmen? Nein. Wofür bekommen wir Stimmen? Nicht für mein blendendes Aussehen. Tut mir leid. Ja, wir müssen was tun. Jo, lass mal gären. Ich komme aber zum vierten Mal in die Wetter, oder zum dritten Mal in die Wetterau. Ich komme auch zum dritten Mal in die Wetterau. Ja, aber ich glaube, langsam merken auch die Kreise, wir brauchen was. Ja. Und dann komme ich dann mit so einem Konzept und sage mir, mach doch einfach mal, dann haben wir was. Ja. Wie gesagt, Limburg interessiert sich dafür, wer wollte es noch? Die Wetterau will sowieso machen. Da unten in Groß-Gerau braucht es nicht, weil die denken, dass der Vorstand ist basisdemokratisch, die brauchen das nicht. Habe ich auch vorgestellt, auch auf dem Kreisparteitag, die haben trotzdem ihren erweiterten Vorstand gewählt, weil die gerade da gewesen sind. Ja. Aber spielt auch keine Rolle. Kannst ja nachher einfach, verteilt die doch. So.
Ja, Achim, ich glaube, das war sehr anschaulich dargestellt heute, das basisdemokratische Modell von dir. Und es haben sich auch viele Fragen ergeben, Antworten wurden auch gefunden. Und ich bedanke mich im Namen von der Basis Wiesbaden für den tollen Vortrag und wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Hoffentlich. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Danke schön. Nochmal Dank an die Martina.